Häufig höre ich in meinem Umfeld, dass Damen Ski gar nichts könnten. Dieser Aussage möchte ich mit diesem Skitest-Video jedoch mal auf den Grund gehen. Wir legen die vier besten Damen-Ski-Modelle der Saison 21/22 auf die Piste, fahren die Ski und schauen mal, was rauskommt. Viel Spaß mit diesem Video. Und damit Servus und ganz herzlich willkommen am Pitztaler Gletscher bei traumhaften Verhältnissen. Die Sonne kommt leicht durch und auch bei snowhow.de, deinem Kanal für Skitest-Videos auf YouTube. Mein Name ist Marius und ich möchte mich in diesem Video einer besonderen Herausforderung stellen, nämlich männlich 182 cm, 75 kg auf der Waage, rauf auf die vier besten Damenski der Saison 21/22. Wir möchten überprüfen, ob die Aussage stimmt, dass Damenski doch eigentlich nichts taugen, und möchten sie vielleicht auch widerlegen. Zunächst einmal die Frage an dich als Dame oder als Herr, der du dieses Video gerade anschaust: Worauf achtest du beim Skikauf? Worauf legst du Wert? Was sollen diese Ski können? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Dort möchten wir gerne beraten und informieren. Und wie du weißt, in unseren Videos legen wir den Fokus immer auf die Zuschauer. Wir möchten gleich klären, welches der einzelnen Modelle sich genau für deinen Fahrstil und für dein Fahrkönnen gut eignen könnte. Und jetzt zunächst einmal die Kategorie der Damen-Ski erklärt, für wen eignen sich diese Ski. Sie sind besonders auf die Damen ausgerichtet, was eben an der veränderten Anatomie liegt. Das zweite ist, die Schwerpunkte, die oben, unten und auch vorrück verändert sind, sind bei diesen Ski besser bearbeitet. Und als drittes haben diese Ski eine besondere Designsprache, die eher auf das weibliche Geschlecht abgestimmt ist. Jetzt heißt es also testen, rauf auf die Ski, mal schauen, was sie können, und wir sehen uns nach den Aufnahmen wieder. Bis gleich! Das ist echt der Knaller. Ich hatte es nicht gedacht. Ich habe auch noch nie ein solches Damen-Ski-Modell gefahren. Aber nach den Fahrten muss ich sagen, wenn es so einen Ski in 1,75 oder 1,80 geben würde, würde ich den auch gerne nehmen. Also der Eindruck ist erstmal per se positiv, und das auch bei tollen Bedingungen, die wir hatten. Ja, wir hatten aufgeworfenen Schnee, wir hatten gute Fahrten auf der Piste, auch mal so leicht neben der Piste, und da konnten wir die vier Modelle gut ertesten. Jetzt möchte ich dir darstellen, was die einzelnen Modelle ausmacht und ob sie sich für dich eignen könnten. Starten darf ich dabei mit dem Völkl Flair SC Carbon, und dieser Ski ist vor allen Dingen für dich geeignet, wenn du eine Kurzschwungliebhaberin bist, wenn du die agilen, leichten Schwünge auf der Piste magst und dabei aber auch einen schönen Kantengriff spüren möchtest. Also der Ski satt auffliegt und dabei schön in den gekarften Kurven, in den sportlichen Kurven gefahren werden kann. Macht ordentlich Spaß. Jetzt begeben wir uns über die Wolken. Wir kommen zum Atomic Cloud 12. Und dieser Ski ist vor allen Dingen für dich geeignet, wenn du einen breitbandigen Ski suchst, mit dem du mal die kurzen Kurven, aber auch die längeren Radien gut fahren kannst. Er ist sehr variabel und sehr harmonisch abgestimmt. Er macht vor allen Dingen die Kurveneinleitung schön leicht. Das heißt, wenn du einen Ski suchst, der leicht reindreht und dich komfortabel die Piste runterbringt, dann ist der Atomic Cloud 12 eine gute Wahl. Der Head Power Joy ist auch vor allen Dingen auf der Piste unterwegs und eignet sich vor allen Dingen für dich, wenn du eine klasse sportliche Skifahrerin bist, die vor allen Dingen auf der Piste in kurzen bis hin zu mittleren Radien unterwegs ist, dort einen Ski suchst, der in der klassischen Skitechnik gut mit dir geht. Da ist der Power Joy die richtige Wahl. Und das bringt uns last but not least zum K2 Disruption MTI Alliance, der Frauenversion. Und das ist im Vergleich der laufruhigste und sportlichste Ski in diesem Test. Der geht vor allen Dingen auch in den langen Radien sehr gut. Das heißt für dich als Skifahrerin, wenn du die Carving-Schwünge magst, wenn du langgezogene Kurven magst, dann ist das die richtige Wahl für dich. Also alle vier sehr spannende Damen-Ski-Modelle, die sich in ihren Eigenschaften nochmal unterscheiden. Und wenn du genau wissen willst, wie der Radius der Ski ist, welche Längen es verfügbar gibt und welchen Preis wir aktuell für diese Ski haben, dann schau auf unserem Online-Shop snow-how.de vorbei oder direkt unten in der Beschreibung. Da sind alle vier Modelle perfekt verlinkt, um die weiteren Informationen aufzurufen.
Und ich fasse jetzt noch mal kurz die vier Modelle zusammen. Der Völkel SC Flair Carbon, dieser Ski ist vor allen Dingen für dich geeignet, wenn du Kurzschwünge liebst. Dann der Atomic Cloud 12, der es sehr leicht, sehr komfortabel macht, insbesondere auch bei der Kurveneinleitung. Der Head Powerjoy, ein Ski, der sich für klassisch sportliche Skifahrerinnen eignen, die gern auf der Piste unterwegs sind. Und der K2 Disruption MTE Alliance, ein Ski, der sehr sportlich ist, der satt aufliegt und der in diesem Test vor allen Dingen mit den langen Radien auf der Piste sehr gut geeignet war. Damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten zu unserem Damen-Skitest in der Saison 21/22. Das nächste Video ist direkt hier eingeblendet, wo du dich umschauen kannst auf unserem YouTube-Kanal. Und wir freuen uns natürlich, wenn du das Abo setzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!